Den Wasserzähler ablesen, den Gasverbrauch berechnen, so etwas geht heute automatisch. Allerdings tun sich die Stadtwerke und Co. noch immer schwer damit, das Potenzial der Digitalisierung zu nutzen, auch für ihre Endkunden, den Verbraucher. Transparenz beim Energieverbrauch, Lenkungsmöglichkeiten, Einsparhilfen, um die Versorger in die Lage zu versetzen, das anzubieten, das ist das Geschäftsmodell von Zenner. Und diese Mess- und Systemtechnik einer Smart City reicht bis in die Gesundheitsvorsorge. Unser Thema heute. Ich heiße Ralf Czepanski. Willkommen im Namen der Business Debate Deutschland. Sascha Schlosser, was denken Sie, wenn Sie eine Nebenkostenabrechnung sehen? Zweigeteilte Antwort. Zum einen bin ich froh, dass es eine Nebenkostenabrechnung oder eine Vorausrechnung gibt, denn damit hat sich für mich die Daseinsberechtigung beschrieben für das, was wir tun. Wir produzieren Zählertechnik, Messtechnik für die Versorgungs- und Energiewirtschaft. Und andererseits haben wir natürlich vor dem Hintergrund der Entwicklung, die wir derzeit auch am Markt in der Gesellschaft sehen, Stichwort CO2-Ausstoß, Umwelt- und Klimapolitik, darin auch einen Umstand zu erkennen, den es vielleicht zu ändern gilt. Nämlich die Tatsache, dass so eine Verbrauchs- und Nebenkostenabrechnung in der Regel nachgelagert geliefert wird und damit eben dem Verbraucher nur wenig Interaktionsspielraum bietet und die Möglichkeit darauf zu reagieren, dass er gegebenenfalls ein Verbrauchsverhalten optimieren könnte. Welches denn? Was wäre denn die Möglichkeit, das transparenter zu machen? Ja, also man müsse und muss dafür sorgen, dass eben genau dieses Verbrauchsverhalten transparent gemacht wird, visualisiert gemacht wird und dem Verbraucher die Möglichkeit gegeben wird, kurzfristiger darauf zu reagieren. Jetzt haben Sie ja keinen direkten Kontakt zum Endkunden. Sie arbeiten ja B2B mit den kommunalen Anbietern und Stadtwerken. Bleiben die denn aus Ihrer Sicht unter Ihren Möglichkeiten? Naja, unter Ihren Möglichkeiten würde ich so nicht sagen. Man muss sehen, dass die Branche gerade eine sehr, sehr starke Veränderung erfährt aus ganz vielen Richtungen. Wir haben das Thema erneuerbare Energien, wir haben das Thema Braunkohleausstieg, wir haben das Thema Atomausstieg, Netzausbau etc. Also natürlich werden gerade diese Unternehmen von dem Hintergrund der laufenden Energiewende und der dadurch auch angeheizten Diskussion um den CO2-Ausstoß massiv unter Druck gesetzt. Das ist das eine. Das andere, natürlich gibt es hier Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung, die als solche richtig eingesetzt natürlich auch neue Geschäftsmodelle und Möglichkeiten bietet, die Kernprozesse solcher kommunaler Versorgungsunternehmen und energiewirtschaftlicher Unternehmen auch zu optimieren. Das ist so, ja. Jetzt ist ja nicht nur CO2 das Megathema. Es gibt ja auch politische Vorgaben, es gibt Erwartungen beim Kunden. Wie radikal verändert sich denn der Markt? Wie radikal es am Ende wird, vermag ich heute auch nichts zu sagen, aber man kann es, glaube ich, daran ganz gut erkennen, dass das Thema CO2-Ausstoßminderung ja kein neues Thema in der Politik ist. Also schon vor 10 Jahren, im Jahr 2009, hat die EU-Kommission eine Energiedienstleistungsrichtlinie erlassen mit dem Ziel, die Verbrauchsmessung, in dem Fall war es die Strommessung, derart aufzurüsten, dass eben genau diese Transparenz beim Kunden entsteht. Sprich, es sollten also Stromzähler verbaut werden mit einem Kommunikationsmöglichkeit, um eben diesen Stromverbrauch auch unmittelbar sichtbar zu machen und damit auch eine Reaktionsfähigkeit zu ermöglichen. Wir haben das an anderer Stelle gesehen, ob das jetzt im Bereich Wärmedämmung ist etc. Es gibt also Förderprogramme, die den Bürger dazu anreizen sollen, entsprechend Verbräuche zu minimieren. Heute, nicht zuletzt auch nach unserem Klimapaket, was wir hier in Deutschland erfahren werden oder auch der aktuellen Lage nach dem CO2- und Umweltgipfel in New York, ist es so, dass wir vermutlich in nicht allzu langer Zeit auch eine direkte CO2-Abgabe seitens des Bürgers bekommen werden. Und damit wird natürlich das in gewisser Weise auch sensibler und das Verbrauchsverhalten wird mehr in das Bewusstsein des Alltags rücken, als das bisher der Fall war. Ob das radikal am Ende des Tages wird, man wird sehen. Verbrauchsdaten können mehr, verraten aber auch mehr. Und da sind wir beim sensiblen Thema Gesundheitsvorsorge. Wo liegen denn da aus Ihrer Sicht die Chancen und Risiken? Ja, also Gesundheitsvorsorge ist, glaube ich, schon ein Anwendungsfall. Der ist schon noch ein bisschen weiter weg. Aber was das Thema Potenziale von Versorgungs- und Verbrauchsdaten angeht, bin ich komplett bei Ihnen. Es ist so, dass wir, wenn wir die Daten, die wir heute schon haben, miteinander kombinieren, miteinander aggregieren und richtig interpretieren, wir hieraus
Mehrwerte, Zusatzinformationen gewinnen können, die dann auch auf solche Anwendungsfälle positiv einwirken können. Ich mache ein einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein älterer, allein lebender Mensch hat im Zeitraum zwischen morgens 7 und abends 10 Uhr keinen Wasserverbrauch, weil die Messtechnik das nicht nur erfasst, sondern auch überträgt. Gleichzeitig stellt der Bewegungsmelder oder der Rauchwarnmelder mit Bewegungsmelder an der Decke auch keine Bewegung fest. Und in der dritten Instanz wird, wenn beide Fälle quasi gegeben sind, wird eine Information vom entsprechenden Vitality-Armband oder vom Wearable an einen Pflegenotdienst übertragen, der zu dem Zeitpunkt natürlich in einer wesentlich besseren Ausgangslage und auch rechtzeitigeren Ausgangslage ist, als das vorher der Fall war. Und hierfür brauche ich keine komplexe gesundheitselektronische Messtechnik, sondern ich kann mit der Aggregierung oder mit dem Zusammenführen von Informationen aus einer eher Standard-Messtechnik hier doch in wesentlich sensibleren Anwendungsfall bedienen. Wirkt erstmal wie Kontrolle, aber man kann natürlich das auch so sehen, dass man länger selbstbestimmt zu Hause leben kann. Wie wichtig aber ist dabei Vertrauen? Ich glaube, Vertrauen ist an der Stelle der zentrale Treiber, der solch ein Geschäftsmodell oder so ein Dienstleistungsangebot möglich macht. Wenn wir uns anschauen, wer heute auf diesen Markt vorbricht, wer im Rahmen der Digitalisierung Angebote im Bereich Smart Home etc. Platziert und ausbricht, dann sind es eben nicht die Stadtwerke, die Energieversorger und die Kommunalwirtschaft, sondern es sind die großen Digitalkonzerne. Und das sind eben auch nicht gerade die größten Vertrauensträger in der Gesellschaft. Gerade in Deutschland sind wir ja doch auch sensibel beim Thema Datenschutz und Datensicherheit. Und ich glaube, dass die Stadtwerke hier eine wesentlich bessere Ausgangslage haben. Sie sind als traditionelles Unternehmen für die kommunale Daseinsvorsorge quasi da. Es ist ihre Daseinsberechtigung, ihr eigentlicher Zweck. Und so kennt man sie auch. Sie sind verantwortlich für den öffentlichen Nahverkehr, für die Schwimmbäder, Freizeit, Energieversorgung, was alles dazugehört. Und warum nicht in der Rolle des klassischen Infrastrukturbetreibers dieser Fälle sich auch weiterentwickeln und im Zuge der Digitalisierung auch Geschäftsfelder erschließen, die sich eben dann in dieser neuen Vorsorge- und Umsorgewelt abspielen und das Grundvertrauen dafür hätten Sie im Vergleich zu vielen anderen, die es heute schon tun. Sascha Schlosser, danke für Ihren Blick aufs Business und wir sagen bis zum nächsten Mal.